Hallo, die Fußball-Bundesliga ist in der Winterpause. Und auch beim Kicker-Manager-Spiel ist Winterpause und somit darf auch in diesem Jahr wieder gewechselt werden. Und zwar dürft ihr beim Kicker-Manager-Spiel interaktiv bis zu 4 Spieler wechseln. In diesem Video möchte ich euch daher Tipps und Tricks zu euren Wechseln geben. Ich habe mich mit den einzelnen Spielern sowie den Mannschaften beschäftigt, möchte euch im ersten Teil die einzelnen Mannschaften vorstellen und auch die Spieler, die ich euch gerne empfehlen möchte für eure Wechsel. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie ihr diese Wechsel vollziehen könnt. Ihr geht auf Interaktiv, Bundesliga, dann Mein Team und dann auf Transfers. Hier könnt ihr die Spieler, die ihr nicht mehr möchtet, einfach nach unten ziehen und somit aus eurem Team herauswerfen. Ihr bekommt natürlich nur so viel Geld zur Verfügung, wie ihr Spieler wechselt. Wenn ihr zum Beispiel Havertz rauswerfen würdet, würdet ihr 3 Millionen für ihn bekommen. So könnt ihr dann auch natürlich wieder einkaufen. Aber nun zu den eigentlichen Teams. Gehen wir hier auf die Spielerliste und suchen uns oder gehen nacheinander mal die Mannschaften durch. Fangen wir an mit Gladbach. Bei Gladbach habe ich eigentlich nur 2 Spieler herausgefunden, die für euch interessant sein können, beziehungsweise für einen Winterwechsel interessant sein können. Und zwar ist das zum einen Hazard. Er kostet nur 2,7 Millionen, spielt im Sturm, hat 78 Punkte geholt und einen Durchschnittswert von 3,2. Dann habe ich noch Cuisance rausgesucht. Dieser, Moment, ich suche ihn, spielt im Mittelfeld, kostet nur 0,5 Millionen, hat 20 Punkte geholt bei einem Durchschnittswert von 3,3. Das nächste Team ist Köln. Köln ist ja Tabellenletzter und wahrscheinlich werden sie absteigen. Wer also auf Risiko spielen möchte, kann sich gerne Kölner Spieler holen. Bestimmt werden sie in der Winterpause etliche Punkte noch holen, die sie in der Vorrunde nicht geholt haben. Der einzige Gute, der wirklich konstant gepunktet hat, war Heinz. Ein Abwehrspieler mit 2,7 Millionen, 55 Punkte und einem Durchschnittswert von 3,2. Alle anderen Kölner Spieler haben leider geschwächelt. Aber wie gesagt, wenn ihr Risiko spielen möchtet, könnt ihr euch gerne Kölner Spieler holen. Sie werden bestimmt etliche Punkte noch in der Rückrunde einspielen. Das nächste Team ist Werder Bremen. Bei Werder Bremen habe ich euch schon mehrere rausgesucht, obwohl eigentlich die Bremer auch keine besondere Hinrunde gespielt haben. Fangen wir an mit Moisander, ein Abwehrspieler, der nur 2,6 Millionen kostet, 41 Punkte geholt hat und einen Durchschnittswert von 3,3. Er hat in den letzten Spielen sehr gut gepunktet und sehr gute Noten abgeräumt. Dann möchte ich euch gerne Bargfrede empfehlen. Bargfrede kostet nur 1,4 Millionen, hat 39 Punkte geholt und eine Durchschnittsnote von 3,2. Auch er hat in den letzten Spielen sehr viele gute Noten abgeräumt. Genauso wie Delaney. Dieser ist zwar ein bisschen teurer, aber auch ein sehr guter Spieler, der nur 3 Millionen kostet, 36 Punkte geholt hat und eine Durchschnittsnote von 3,6 hat. Das ist nicht besonders gut jetzt, aber wie gesagt, er hat am Ende der Rückrunde sehr gut aufgeholt und
etliche Punkte geholt und auch gute Noten. Von daher gehe ich davon aus, dass er auch eine sehr gute Rückrunde spielen wird. Kruse ist bei Bremen der teuerste Spieler für 5,5 Millionen. 46 Punkte geholt, eine Durchschnittsnote von 3,5. Aber auch er hat in den letzten Spielen mehrere gute Noten eingefangen. Genauso war dies bei M. Eggestein. Er kostet nur 1,4 Millionen, hat 38 Punkte bis jetzt geholt und eine Durchschnittsnote von 3,4. Kommen wir zu Mainz 05. Auch bei denen sieht es momentan tabellarisch nicht besonders gut aus. Trotzdem möchte ich euch hier drei Spieler vorstellen, die mir herausgestochen sind. Und zwar zum einen sind es zwei Abwehrspieler. Diallo, er kostet nur 2 Millionen, hat 80 Punkte geholt und eine Durchschnittsnote von 3,0. Das ist ein sehr guter Schnitt. Genauso wie Gabonin oder Chibamin, ein Mittelfeldspieler, der 1,8 Millionen kostet, 69 Punkte bereits geholt hat und eine Durchschnittsnote von 2,8. Also das sind zwei Werte, die sehr gut sind, die ich euch wärmstens empfehlen kann. Auch Serda, der nur 1,5 Millionen kostet, 37 Punkte geholt hat und eine Durchschnittsnote von 3,2, ist ein sehr günstiger Spieler. Kommen wir zu Eintracht Frankfurt. Hier habe ich euch drei Spieler rausgesucht. Zum einen den Rebic, ein Stürmer, für 1,5 Millionen, der 64 Punkte geholt hat und einen sehr guten Notendurchschnitt für einen Stürmer mit 3,1. Also sehr empfehlenswert für die Rückrunde. Dann habe ich euch den Wolf herausgesucht. Ein Mittelfeldspieler, der nur 0,8 Millionen kostet, 49 Punkte geholt hat und eine Durchschnittsnote von 3,3 hat. Ich denke, dass man von ihm in der Rückrunde noch etliches sehen wird. Auch Gacinovic, der immer besser wird, ein Mittelfeldspieler von der Eintracht, für 1,8 Millionen, 34 Punkte und eine Durchschnittsnote von 3,6. Das sind jetzt die drei Spieler von Frankfurt, von denen ich eine gute Rückrunde erwarte. Kommen wir zu Schalke 04. Ja, die Schalker spielen eine sehr gute Runde. Vor allem Burgstaller. Er kostet zwar 4,2 Millionen, spielt im Sturm, hat 87 Punkte geholt und eine Durchschnittsnote von 3,0. Er hat in den letzten Spielen sehr viel gute Noten abgeräumt und wird in der Rückrunde mit Sicherheit noch sehr viel Punkte einräumen. Wie immer, auch ein sehr guter Spieler ist Naldo in der Abwehr. Er kostet allerdings 3,2 Millionen, hat bereits aber 118 Punkte geholt und eine Durchschnittsnote von 2,6. Das ist ein absoluter Topwert. Also wer die 3,2 Millionen ausgeben möchte, macht hier mit Sicherheit nichts falsch. Max Meyer, auch ein sehr guter Spieler mit einer Durchschnittsnote von 2,9. Für nur 3 Millionen und eine Punkte von 55. Dann habe ich euch noch hier Caligiuri rausgesucht für nur 2,5 Millionen, eine Durchschnittsnote von 3,2 und 66 Punkte. Und natürlich auch noch Harit, der auch nur 3 Millionen kostet, bereits 76 Punkte geholt hat und eine Durchschnittsnote von 3,1 nachweisen kann. So, nun kommen wir zu den Augsburgern, die sehr interessant sind, meiner Meinung nach. Und zwar vor allem empfehle ich euch hier den Max.
Der kostet nur 1,5 Millionen, hat bereits 91 Punkte geholt, hat viele Vorlagen geliefert, 2,9, eine Durchschnittsnote von 2,9 bereits gehabt und hat in den letzten Spielen, wie gesagt, Vorlagen geliefert und sehr gute Noten bekommen. Wie immer auch dabei Kayubi für 1,8 Millionen, 91 Punkte und eine Durchschnittsnote von 3,0. Dann natürlich Gregoritsch, auch für 1,8, 93 Punkte, 3,1, ein Mittelfeldspieler. Und Finn Bogason, ein Stürmer, der nur 2 Millionen kostet, bereits 103 Punkte geholt hat und eine Durchschnittsnote von 3,1 hat. Ein weiterer Abwehrspieler habe ich von Augsburg, der eine Note von 2,2, einen Preis von 2,2 Millionen hat, 63 Punkte geholt hat und eine Durchschnittsnote von 3,1. Also das sind diese fünf Spieler, die ich von Augsburg euch empfehlen kann. Dann möchte ich euch die Freiburger empfehlen. Auch sehr günstige Spieler, die man sich holen sollte. Pettersen, ein Stürmer, 2,4 Millionen, 82 Punkte und eine Durchschnittsnote von 2,6. Das ist Wahnsinn. Dann habe ich euch den Kleindienst rausgesucht. Das ist auch ein Stürmer von Freiburg. Der kostet nur 0,6 Millionen, hat zwar erst 19 Punkte geholt, mit einer Durchschnittsnote von 3,3, hat aber noch nicht so oft gespielt und hat trotzdem in den wenigen Spielen, die er gemacht hat, sehr gute Noten abgeräumt. Dann Ravet ist immer stärker am Kommen. Auch er ist zum Ende der Rückrunde stark gekommen, kostet 2 Millionen, ein Mittelfeldspieler, 25 Punkte und eine Durchschnittsnote von 2,7. Dann als Abwehrspieler kann ich euch den Koch empfehlen. Er ist auch sehr günstig. Wo haben wir ihn denn? Den Koch, wo ist er? Hier ist er. Für 1,2 Millionen Durchschnittsnote von 3 und 36 Punkte geholt. Dann den Günther für 1,8 Millionen. 45 Punkte, 3,4. Auch er hat sehr gute Noten bezogen in den letzten Spielen. So, dann gehen wir weiter nach Stuttgart. Sorry, jetzt habe ich mich verklickt. Ja. Spielerliste. Moment, zurück. Zurück. Stuttgart. Ja, die Stuttgarter als Aufsteiger spielen sie eine nicht besondere Saison oder keine besonders starke Saison. Den besten Spieler, den ich euch hier empfehlen kann, ist der Badstuber mit einer Durchschnittsnote von 2,9 für 2 Millionen. 60 Punkte hat er bis jetzt gebracht. Also diesen Spieler kann ich euch wärmstens empfehlen. Vielleicht kommt ja auch Gomez, der jetzt ganz neu bei den Stuttgartern wieder ist, kostet allerdings 5,5 Millionen und hat bei Wolfsburg jetzt nicht mehr so viel gerissen. Allerdings, ja, vielleicht Stuttgart als sein Heimatverein. Ja, vielleicht klappt das mal und ja, er kann noch was reißen. Ansonsten kann ich euch Ginczek empfehlen. Pavard als Abwehrspieler oder auch Donis. Akolo natürlich auch nicht schlecht für 2,6. Ja, das sind alles so Spieler, mit denen man spekulieren kann. Ginczek 2 Millionen. Ja, wenn man das möchte, kann man damit eventuell auch was reißen. Pavard hier 1,8. Alles ist möglich. Ja,
Dann kommen wir zu den Dortmundern. Die Dortmunder, ja. Wer viel Geld hat, kann sich Dortmunder leisten. Wer wenig Geld hat, sollte lieber auf die Schnäppchen bauen. Ja, ein Aubameyang kostet halt 8,5 Millionen, ein Götze 6,5. Das ist alles recht teuer. Das Einzige, was ich euch hier günstiges gefunden habe, ist, also im Preis-Leistungs-Verhältnis, ist Pulisic. Für 2,6 Millionen eine Durchschnittsnote von 3,1 und 72 Punkte. Das ist das, was ich euch jetzt aus Dortmunder Sicht empfehlen kann. Bei den Bayern ist es ähnlich. Hier würde ich euch höchstens Hummels empfehlen als Abwehrspieler für 4,5 Millionen, Durchschnittsnote von 2,8 ist super. Und das einzige wirkliche Schnäppchen, was ich jetzt bei Bayern gefunden habe, was ich sagen könnte, man könnte es als Schnäppchen bezeichnen, ist Coman für 3,6 Millionen, 82 Punkte und einer Durchschnittsnote von 2,6. Der Rest ist halt alles recht teuer. Das sieht es wiederum anders bei den Hoffenheimern aus. Hier gibt es wieder mehrere Spieler, die ich für euch rausgesucht habe, und zwar ganze 7 Spieler. Fangen wir bei Ut an. Ein sehr guter Stürmer für 2,7 Millionen hat bereits 107 Punkte geholt von einer Durchschnittsnote von 2,9. Dann ein Gnabry, der ja von den Bayern ausgeliehen wurde, nicht besonders oft gespielt hat, weil er noch verletzt war, für 3,4 Millionen, 36 Punkte nur, aber eine Durchschnittsnote von 3,1. Ich denke, man wird noch sehr viel in der Rückrunde von ihm hören. Er wird viele Punkte holen, denn er hat bereits in den letzten Spielen schon etliches gerissen. Wen ich euch auch empfehlen möchte, ist Amiri, ein Eigengewächs, der auch noch bezahlbar ist und gute Leistungen bringt. Mit einer Durchschnittsnote von 3,0, 60 Punkte und er kostet gerade mal 3 Millionen. Dann empfehle ich euch Chadarabek, 2,5 Millionen, ein Abwehrspieler, auch eine Durchschnittsnote von 3,1 bei 42 Punkte. Und dann kommen die ganz günstigen von Hoffenheim, die absoluten Schnäppchen sind, wie Geiger. Er kostet nur 0,2 Millionen, 62 Punkte mit einer Durchschnittsnote von 3. Also den sollte man sich, wenn man kein Geld hat, auf jeden Fall trotzdem ins Team holen. Ein absolutes Schnäppchen, günstiger geht's gar nicht. Genauso sieht es bei Hack aus. Ein Stürmer für 0,2 und Posch, ein Abwehrspieler für 0,2. Diese drei Spieler, ja, wenn man sie nicht schon hat, sollte man sie sich holen. Kommen wir zu Hannover. Hannover 96 ist sehr gut gestartet, hat aber mittlerweile auch stark nachgelassen. Es gibt ein paar Spieler, die ich euch empfehlen möchte, aber ja, es sind jetzt nicht die absoluten Top-Spieler. Ein Füllkrug, er könnte noch etliches in der Rückrunde reisen für 2 Millionen und einer Durchschnittsnote von 3,3. Also von Füllkrug könnte man schon noch was erwarten. Bei den Abwehrspielern habe ich euch Anton rausgesucht für 1,8 Millionen. Dann habe ich euch noch als Stürmer den Bebu rausgesucht. 3,3 Durchschnittsnote. Kostet nur 1,5 Millionen. Und dann habe ich euch noch den Korb rausgesucht. Ein Abwehrspieler für 1,6 Millionen. Vom nächsten Team kann ich euch etliches empfehlen. Also, wenn ihr nicht unbedingt Leverkusen-Fan seid, aber Leverkusen in eurem Team haben möchtet. Also hier gibt es viele, die ich euch empfehlen kann. Zum Beispiel den Volland für 4,5 Millionen und eine Durchschnittsnote von 3,2. Absolut top in den letzten Spielen. Alles Mögliche abgeräumt. Im Mittelfeld den Lars Bender. Durchschnittsnote von 2,8. Für nur 2,5 Millionen auch eigentlich
ein Must-Have im Team. Ein Tah natürlich in der Abwehr für 2,8 Millionen. Dann ein Havertz. Er kostet zwar 3 Millionen, aber ja, auch er hat eine Durchschnittsnote von 3,0 und ja, wird in der Rückrunde bestimmt noch etliches von sich zeigen. So, und nun der absolute Topmann, den ich euch empfehlen möchte, der eigentlich in keinem Team fehlen darf, und zwar ist Bailey. Bailey, ein Mittelfeldspieler für 1,7 Millionen. Er hat bereits 135 Punkte geholt mit einer Durchschnittsnote von 2,2. Also ich glaube, an diesem Spieler darf man nicht vorbeischauen, den sollte sich jeder in sein Team holen, denn auch er wird in der Rückrunde noch sehr viel reißen. Wer ein bisschen was anderes drin haben möchte, kann auch auf Aranguiz bauen, denn auch er hat eine gute Durchschnittsnote von 3,0 mit ja, 57 erspielten Punkten. Kommen wir zu Hertha. Die Hertha, ja, in den letzten Spielen ist sie wieder stabiler geworden. Zwischendurch hatte sie ein Tief. Hier möchte ich euch empfehlen den Selke, der in letzter Zeit immer besser kommt. Er kostet nur 2,6 Millionen von einer Durchschnittsnote von 3,3. In den letzten Spielen ist er ja teilweise recht gut gewesen. Dann ein Skjelbred, der auch immer seine Leistungen abruft für 2,4 Millionen. Und auch ein Lustenberger ist nie verkehrt mit für 2 Millionen. Dann die Leipziger. Die Leipziger sind eigentlich auch wieder recht teuer. Es ist schwer, euch da was rauszusuchen, was sich jetzt wirklich lohnt oder kaufenswert ist in der Preis-Leistung. Eventuell Sabitzer mit einer Durchschnittsnote von 2,9, aber er kostet auch 6 Millionen, was ein Wahnsinnspreis ist. Campbell für 3,2 ist noch bezahlbar und wird bestimmt eine gute Rückrunde spielen. Oder auch Augustin. Er hat eine Durchschnittsnote von 3 und kostet nur 2,7 Millionen. In der Abwehr kann ich euch den Orban empfehlen, der auch 3 Millionen kostet. Also hier ist auch nicht, ja, sind nicht viele Schnäppchen zu finden. Kommen wir noch zu Wolfsburg. Hier, ja, Mali in letzter Zeit sehr gut. Für 3,5 Millionen allerdings auch ein stolzer Preis. Aber hat in den letzten Spielen gut abgeräumt. Die Davi natürlich auch für 3,4 Millionen. Dann Guyagui für 2 Millionen. Er spielt auch eine gute, wie soll man sagen, letzte Phase der Hinrunde. Und als Schnäppchen habe ich euch bei Wolfsburg den Udukai gefunden. Der Udukai kostet nur 0,8 Millionen und hat bereits 47 Punkte geholt. Also den kann ich euch als Schnäppchen absolut empfehlen, als Abwehrspieler von Wolfsburg. So, und dann haben wir noch die Hamburger. Ja, hier möchte ich euch zwei Spieler benennen. Zum Beispiel den Papadopoulos für 2,8 Millionen. Und dann hatte ich noch als Schnäppchen euch den Arp anzubieten. Der kostet nur 0,3 Millionen. Ein sehr junges Talent, hat bereits 26 Punkte geholt. Ansonsten ist mir jetzt bei Hamburg niemand aufgefallen, den ich euch jetzt groß weiterempfehlen möchte. Also baut einfach mal ein bisschen auch auf die Schnäppchen. Schaut euch die Augsburger gut an, die ich euch bereits empfohlen habe. Die Freiburger und natürlich die Leverkusener. Ein Spieler wie Bailey, wie gesagt, sollte man in seinem Team haben. Wenn man einen teuren Stürmer möchte, sollte man sich den Volland holen. Und als Mittelfeldspieler den Lars Bender. Ansonsten als teuren oder als mittelteuren Stürmern auf jeden Fall Gnabry empfehlenswert.
Und ansonsten, ja, wie gesagt, die Mainzer Abwehrspieler Göpper und Diallo sehr gut in im Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Schalke der Burgstaller und Freiburg, wie gesagt, Pedersen, sehr empfehlenswert. Und bei Augsburg, ja, Gregoritsch, Finn Bogason und natürlich Max und Kajubi. Also das sind so meine absoluten Top-Favoriten, die ich euch zum Wechsel für die Rückrunde wärmstens empfehlen kann. Schreibt mir doch in den Kommentaren eure Empfehlungen noch. Ich habe eventuell den einen oder anderen Spieler vergessen, den ihr euch bestimmt auch reinholen möchtet in euer Team. Schreibt ihn mir rein. Und ja, damit sich auch andere darüber erfreuen können, schreibt ihn einfach unten in die Kommentare, wer euch sonst noch alles so an Spieler einfällt, die man sich für die Rückrunde holen sollte. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat und abonniert auch meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Abonniert dazu auch die Glocke. Bis bald!